meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Das Video wird in schlechter Qualität wahrscheinlich sein, weil ich mit dem iPhone von der vorderen Kamera aufnehme, weil es sonst anders nicht geht. Das Video soll heute sich über diese Blotting Papers von My Face drehen. Vielleicht habt ihr mein Haul-Video schon gesehen, das habe ich vorab gedreht, wie seht ihr hier. Ja, schaut euch das mal an. Da habe ich echt ein paar tolle Produkte gezeigt. So, es soll eben diese Blotting Papers drehen. Das ist in so einer Art Kuvert drin, wie ihr seht. Und ja, es soll eben mattieren, das Hautbild dann eben nach dem das Ergebnis sein. Und ein gepflegtes Aussehen, das ist das Geilste überhaupt. Soll es auch garantieren, ein gepflegtes Aussehen? Okay. Aber naja, also ihr nehmt da so ein Blotting Paper. Ich nehme das eins runter. Und das sind diese hauchdünnen Dinger. Also es sind echt haut, wie man sieht, da ist dann schon meine Hand. Und damit solltet ihr euch eure fettigen Stellen abdecken können, wenn ihr das Make-up wirklich nicht mehr erneuern möchtet. So, ich suche mir jetzt da meinen Spiegel. Sehr gut. Und jetzt geht ihr auf die Stellen mit diesem Blatt, wo ihr seht, ihr habt fettige Haut. Das heißt, ich habe jetzt mal hier und hier wirklich nur so drauf tupfen. Und jetzt zeige ich euch mal. Ich glaube, ihr seht das schon. Seht ihr, das Fett eigentlich saugt dieses Blotting Paper komplett auf. Und ich finde das so eine coole Idee. Gerade für Leute, die schnell nach Make-up so fetten. Kann man das sagen? Fetten? Finde ich das echt cool. Und ich bin ein Mensch, bei mir fettet alles sehr, 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 sehr schnell. Ich muss sagen, mit einem Blatt komme ich nicht weit. Da müsst ihr doch schon zwei nehmen. So, und für die Stirn würde ich jetzt ein eigenes nehmen. Und ich knall mir das echt so drauf. Also, ihr seht auch, dass da schon das ganze Fett dran ist. Aber ich finde jetzt, wenn wir jetzt schaut von vorher, vorher, nachher, dann finde ich echt, ich meine, der Kamera glänzt sich noch, das ist echt scheiße, aber wenn ich mir jetzt im Spiegel das anschaue, dann gar nicht mehr. Und das finde ich echt cool. Und ich will nicht sagen, aber es verwischt das Make-up nicht. Es nimmt vom Make-up nichts runter. Also, seht ihr, da ist... Wenn ich jetzt mein weißes Leiber hier nehme, dann müsste man braune Stellen nämlich sehen. Und da ist gar nichts. Hier ist ein bisschen was abgegangen. Ich glaube, vielleicht sieht man es nicht. Sieht man das nicht? Seht ihr das? Doch, man sieht es ein bisschen. Das Braune sieht man schon etwas dann. Weil das nur ganz wenig. Ich habe da jetzt zwei gebraucht. Das war echt nur so ein schneller Tipp. Ich sag euch, besorgt euch die. Ich finde die echt cool. Weil sie günstig sind. Sie sind gut. Ja, zum Schreien ist ein bisschen das da hinten, das ein gepflegtes Aussehen garantieren soll. Das finde ich echt geil. Aber sonst sind die echt gut. Ich finde auch, dass die für die Handtasche sowas von praktisch sind. Also... Die könnt ihr mit zur Arbeit nehmen, in den Schulranzen zum Beispiel reingeben oder Schultasche, wie wir in Österreich sagen. Und ja, so schauen die aus. Und die finde ich echt cool. Wie gesagt, ich hatte jetzt hier zwei verwendet. Hier könnt ihr in die Mistkübel schmeißen. Und ja, das war's eigentlich schon. Das war meine Review zu den Blotting Papers. Ja, ich drehe jetzt gleich noch ein Video. Wundert euch nicht, nochmal das gleiche zu sehen, aber ich drehe jetzt meine zu Eva Pinsel ab. Und ja, ich hoffe, das Tippvideo hat euch gefallen. Das werde ich jetzt, glaube ich, noch vor dem Haul raufladen, weil das eben so kurz ist und euch das noch schnell sagen möchte, dass ihr euch die noch kaufen könnt. Bei Bipa gibt es die. Und weil ich das vorher hochlache, da zeige ich es hier jetzt auch noch schnell. Es passt nicht dazu, I'm sorry. Aber ihr müsst euch das kaufen. Mango. Balea Mango Handcreme. Oh mein Gott, kauft es euch. Es ist eine Limited Edition. Und sie ist so cool.
Also sie hat auch die Konsistenz, ist nicht wirklich fettend. Wirklich, es zieht so schnell in die Haut ein. Es riecht einfach gut. Und das Trage ist halt, dass es eine Limited Edition ist. Deswegen zeige ich euch das noch auf Weg. Also kauft euch die zwei Sachen. Ich sag's euch, es wird euch lohnen. Also ich finde, die riecht so geil. Die pflegt so toll. Und das ist echt eine günstige Variante zu den Blotting Papers von Douglas oder I don't know. Vielleicht gibt es von P2 welche, aber ich kaufe die zwei Sachen gerne. Was die bei uns nur bei den Palmas, also bei diesen Unterwäschesachen gibt. Da gibt es ein englisches Geschäft in Österreich, das heißt Palmas, und die verkaufen P2 Kosmetik. Aber die Damen wollen nicht wirklich Kosmetik, glaube ich, nicht bringen, sondern eher Unterwäsche. Und ich glaube, sie haben manchmal, glaube ich, ich habe mir einen Lack mal gekauft von B2 und die hatten den nicht mehr im System, weil sie zu faul waren, das ins System aufzunehmen, in die Kasse, weil das irgendwie wer kauft. Das finde ich auch sehr komisch. Aber naja. Na gut, mein Lieben. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.